So, liebe Paare, heute geht es im Video um eine eurer Fragen und meine Antwort. Es ist meine persönliche Meinung, das heißt, ihr müsst die nicht mittragen, niemand muss die mittragen. Es ist einfach nur eine Empfehlung, Erfahrungswerte von mir, aber nichts, was ihr anwenden müsst. Es ist ein Können und ich wünsche euch viel Spaß bei dem ersten Thema. Ich wurde gefragt, Angelika, du trägst auch gerne Barfußschuhe. Empfiehlst du Barfußschuhe beim Tanzen? Oder wie ist da deine Präferenz? Ist eine relativ gute Frage. Ja. Für diejenigen, die sich noch nie mit Barfußschuhen beschäftigt haben, was sind Barfußschuhe und was ist der Unterschied zu normalen Schuhen? Barfußschuhe sind sehr flexibel. Sie haben keinerlei Keil hier hinten, also keinerlei kleinen Absatz oder Einlage drin. Die sind komplett flach auf dem Boden. Und die Form des vorderen Teils ist mehr an unsere natürliche Fuß- und Zehenform angepasst. Das heißt, die werden da drin nicht gequetscht. Wenn ihr einen etwas, der ist nicht optimal, wenn ihr einen etwas schmaleren Schuhform vorne habt, das seht ihr hier sehr, sehr gut, wie der Spitz vorne zuläuft, dann zerquetschen sich da die Zehen und bilden halt so nicht gerade schöne und wahrscheinlich auch nicht sonderlich gesunde Zehenformen. Ja, dafür trägt man also Barfußschuhe, natürliche Fußform und optimaler Kontakt zum Boden, ohne dass einem Glasscherben oder irgendwie wehtun können. So. Ich bin auf Barfußschuhe gekommen, weil ich einen Hallux habe, wahrscheinlich auch durch das Tanzen, durch das viele Schuhwerk, durch die vielen Absatzschuhe, die wirklich nicht gut sind für die Füße und weil ich mich nicht operieren lassen möchte und das sehr, sehr schmerzhaft ist, bin ich auf Barfußschuhe in meinem Alltag umgestiegen. Jetzt sind wir aber nicht im Alltag, wir sind beim Tanzen. Und da muss ich sagen, ist das hier kein Plädoyer für Barfußschuhe, denn ich persönlich komme sehr, sehr gut klar mit den sogenannten Jazz-Schuhen und mit Trainerschuhen. Aber es gibt so ein paar Dinge, auf die ihr achten müsst. Das Wichtigste, wenn ihr tanzt, ist am optimalsten für eine Tanzfläche, für Bewegungsformen, auch im Standard, wie zum Beispiel Slides, wo ihr so rutscht über den Boden, das hat man im Quickstep oder am Zögerwechsel, ist, dass die Tanzschuhe eine Wildledersohle, eine wirklich stark angeraute Wildledersohle haben. Diese Wildledersohle ist optimal, um auch wenn ihr bei Drehbewegungen und anderen Themen, um optimal das auch tanzen zu können, ohne dass ihr Schmerzen in euren Fuß-, Kniegelenken oder darüber bekommt. Das heißt, diese Wildledersohle ist extremst wichtig. Die haben Barfußschuhe nicht, also ich habe noch keinen Barfußschuh gefunden, der eine Wildledersohle drunter hat. Allerdings sind die Barfußschuhe ganz schlicht und einfach, weil es auch auf die Dünne der Sohle ankommt, nie stark perforiert. Und das bedeutet, es gibt zum Beispiel auch Jazzschuhe, wo habe ich sie? Hier, ja, die haben keine angeraute Wildledersohle drunter. Also diese beiden Untergründe, auch wenn die einen so gepunktet sind und die anderen geriffelt, geben sich nicht viel. Es gibt also auch Tanzschuhe, die nicht diese Wildledersohle haben. Das geht auch und somit kann ich sagen, dass die Barfußschuhe, die ich trage, jetzt auch kein Problem gewesen sind auf der Tanzfläche. Außer halt in diesen Slide-Bewegungen, weil das wirklich auch wunderbar ging mit der Sohle. Unterscheiden sich nicht viel von so Jazz-Schüchen wie diesem hier, wo an beiden Ebenen auch keine angeraute Wildledersohle drauf ist. Ja, aber ihr könnt auf ein paar Sachen achten. Also ich habe euch schon gesagt, es gibt eher spitzer zulaufende Schuhe und ja, welche, die haben vorne mehr Platz. Ich persönlich tendiere jetzt immer mehr zu mehr Platz, weil das brauchen meine Füße auch, um gesund zu bleiben und weniger Schmerzen zu haben. Das heißt, ich achte darauf, dass die Schuhe nicht zu spitz zulaufen, sondern dass hier genügend Platz ist.
Das hier ist, sind beides sogenannte Trainerschuhe. Das heißt, die haben so einen 2,5 cm Absatz, sind vorne sehr flexibel, sind hier aber gestärkt. Ja, da sind sie gestützt. Ja, na, der nicht, den kann ich da biegen. Das kann ich bei dem nicht. Der ist hier komplett hart. Also ihr seht, auch da gibt es Unterschiede. Den kann ich also richtig strecken. Wenn ich meinen Fuß strecken würde, dann würdet ihr das hier auch entsprechend sehen. Hier nicht wirklich. Der ist also sehr, sehr fest. Das heißt, ihr seht, auch die Trainerschuhe haben Unterschiede. Ich plädiere für euch immer, in eine große Flexibilität reinzugehen. Je größer die Flexibilität, desto besser passt sich der Schuh an euren Fuß an und desto wohler fühlt sich auch der Fuß und desto optimaler ist die Übertragung der Kräfte vom, vom Tanzfloor, vom Parkettboden, sagt man, vom Parkettboden auf eure, auf euren Körper, vom Krafteinsatz her. Also, bisschen auf die Weite achten, dass es nicht so spitz ist. Die normalen Standard- und Lateinschuhe haben viel höhere Absätze. Ich habe die gar nicht mehr, weil ich sie nicht mehr tragen kann von den Schmerzen in meinen Füßen her, aber die haben höhere Absätze, zwischen 5, 7 und 10 cm geht das Ganze. Die Lateinschuhe sind vorne offen und an den Seiten offen. Die Standardschuhe sind meistens komplett geschlossen, mal mit einer runden, mal mit einer spitz zulaufenden Sohle. Also schaut dort einfach, was ihr tragen könnt, was eure Füße, eure Fußgelenke und eure Knie noch mitmachen und sucht euch einen Schuh aus. Aber bedenkt, ihr macht Sport. Und ich persönlich finde es gar nicht mehr schlimm, wenn man auf einem Ball schöne hohe Absatzschuhe trägt. Sieht ja auch wirklich zu einem Ballkleid viel hübscher aus. Aber im Training müsst ihr das nicht unbedingt. So, worauf achte ich im Training? Wie gesagt, dass mein Schuh flexibel ist. Ihr seht, hier ist ein kleiner Keil drin. Das ist kein Absatzschuh. Das ist ein sogenannter Jazz- oder Modern-Schuh. Die gibt es sowohl nur vorne mit Wildledersohle, als auch bei beiden vorn und hinten mit Wildledersohle oder beide vorn und hinten mit so einem Plastik-Kautschuk, was auch immer das für ein Material ist. Also diese Möglichkeiten gibt es. Es gibt sie, wie ihr seht, in farblichen Unterschieden ganz viel. Es gibt sie mit Schnürung. Es gibt sie mit so einem, ne, Gummizug da drin. Alles ist möglich. Es gibt auch welche, die gehen mehr so ins Jazzige, in so Hip-Hop und Sport. Da seht ihr, ist der Ballenbereich verstärkter als jetzt hier. Na, seht ihr, die sind größer, haben auch unterschiedliche Präferierungen hier in den Ballenbereichen. Das heißt, in der Präferierung kann ich besser drehen, weil die nicht so grob porös ist wie hier. Hier ist mehr so Stopp-Perforierung drin und hier ist eine Drehperforierung. Also auch sowas gibt es. Der ist allerdings auch sehr flexibel. Hier vorne nicht mehr so stark durch die starke Sohle vorne. Ihr seht, es gibt also eine Riesenauswahl. Ich persönlich habe viele Schuhe. Und je nachdem, wie mein Fuß drauf ist, was ich unterrichten möchte oder trainieren möchte, variiere ich dann auch mal, oder was ich anhabe farblich, variiere ich dann tatsächlich auch mal mit den Schuhen. Tanz, wie gesagt, auch mit Barfußschuhen. Daher, nein, Barfußschuhe sind kein Muss, auch jetzt nicht mehr hilfreich als weniger hilfreich, wenn ihr das im Vergleich zu den genauso flexiblen Jazzschuhen seht. Das heißt, kauft euch eine Menge Schuhe, probiert es aus und wenn eure Männer schimpfen, dass ihr zu viele davon habt, sagt, hat meine Tanzlehrerin und Trainerin auch und das hat die in dem Video empfohlen. Das ist überhaupt kein Problem. Wir Mädels brauchen da schon mal Auswahl für unseren Fuß und je nachdem, was wir tanzen. Dann geht's auf die Tanzfläche. Gut, noch dürfen wir nicht auf die Tanzfläche, aber bald dürfen wir wieder auf die Tanzfläche. Außer ihr habt eine bei euch in eurer Wohnung zu Hause. Dann könnt ihr logischerweise jetzt auch bei Corona tanzen. Ich bin hier mit meinem kleinen Tanzraum ganz happy. Habe mir das ganz gemütlich mit Kerzen und allem eingerichtet. Also rauf auf die Fläche, sobald ihr schicke Schuhe habt. Und genießt das Tanzen. Tschüss.